Armee. Sieben deutsche Armeen greifen 1914 im Westen an. Das neutrale Belgien wird Durchmarschgebiet. Ein Bruch des Völkerrechts. Bei Erf kommt es zu einem Zwischenfall. Die Soldaten aus Wesel rasten am Ortsrand. Gerüchte über Heckenschützen machen die Runde. Die Nerven liegen blank. Brieftauben? Sie gelten als Gefahr, weil sie Botschaften an den Feind übermitteln können. Die übernervösen Soldaten reagieren sofort. Der Soldat Fritz Lenz schreibt: Die Erregung war derartig, dass jeder zu seinem Gewehr griff und doch nicht wusste, was eigentlich los war. Das Ergebnis? Der erste Tote des Regiments Nummer 56. Der Hornist Johann Iffland. Getötet durch Friendly Fire, die wilde Schießerei der eigenen Leute. Das einzige Foto von Iffland. Gestorben 24 Stunden nach dem Ausmarsch aus der Garnison. Opfer der eigenen Panikmache. Man hat bewusst diese Ängste geschürt, auch von der militärischen Führung aus. Kleinste Anzeichen, irgendwo ein Heckenschütze ist aufgetaucht, hat das eine Massenhysterie unter den Soldaten ausgelöst. Es kam also zu willkürlichen Übergriffen von deutschen Soldaten. Das ist an den Akten auch sehr deutlich belegt worden. Und es kam teilweise zu Hinrichtungen, zu Erschießungen, zu völkerrechtswidrigen Übergriffen von deutschen Soldaten. Die Deutschen beschuldigen, belgische Zivilisten geschossen zu haben und wollen ein Exempel statuieren. Angehörige des Regiments 56 sind dabei, als deutsche Soldaten 300 Häuser in Brand stecken. Aus Erf wird eine Ruinenstadt. Die Deutschen ermorden 38 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder. Im Rathaus von Erf hängt heute die Gedenktafel für diese Toten. Die deutschen Soldaten stellen keine Fragen. Ihre Armeen drängen vorwärts, nach Frankreich. Dort steht der eigentliche Gegner. Doch die Franzosen weichen ihnen aus. Fritz Lenz vom Weseler Regiment berichtet. Alle wünschten, dass diese ewige Lauferei mal aufhörte und der verdammte Franzose endlich stehen blieb. Die Truppe ist erschöpft, bereits vor der ersten großen Schlacht. Doch die Moral ist gut. Durch das Vorwärtsdringen waren wir alle bereits in ausgesprochener Siegesstimmung. Unser Oberleutnant meinte: So Jungs, noch ein Tagesmarsch und wir sind so weit, dass wir die Außenforts von Paris belagern. Doch am Fluss Marne, östlich von Paris, sollen sie eine Überraschung erleben. Als wir uns den französischen Stellungen näherten, wurden wir mit einem Granatfeuer überschüttet. Auf diesem Rübenfelde hat mancher sein Leben lassen müssen, schreibt Fritz Lenz. Die Schlacht an der Marne wird zum ersten großen Rückschlag für die Deutschen. Allein das Regiment 56 hat in dieser Kampfwoche 174 Tote zu beklagen. Die Deutschen brechen die Marne-Schlacht ab. Ausmanövriert von britischen und französischen Gegenangriffen, ziehen sie sich auf eine sichere Position zurück. In diesen Oktobertagen 1914 entsteht die sogenannte Westfront. Das Regiment aus Wesel bezieht seine erste Dauerstellung im Norden der 700 Kilometer langen Frontlinie, bei La Bassée. Es ist eine karge Gegend, geprägt von Kohlebergwerken und vom Ackerbau. Diese Landschaft wird zum Schlachtfeld für 4 Jahre. Denn die Soldaten graben sich ein, wie überall entlang der Front. Tägliche Schinderei. Aus La Bassée schreibt Hermann Korthüm seiner Familie: Ihr Lieben daheim, ihr könnt euch freuen und Gott danken, dass ihr nicht hier seid.
Das Leben im Schützengraben macht erfinderisch. Nur nicht den Kopf über den Grabenrand strecken. Zeichner dokumentieren in Panoramabildern die Lage beim Gegner. Die Originale liegen im Stadtarchiv in Wesel. Wie auch die Originalkamera eines Regimentsangehörigen. Sie ist klein genug für eine Manteltasche und leicht zu bedienen. Dies ist der erste Krieg, den die Soldaten selbst fotografisch dokumentieren können. Der Sanitäter Johann Hebing vom Infanterieregiment 56 hat so eine Kamera. Fotografieren kann er aber nur während der ruhigen Phasen. Die Glasplattennegative müssen vorsichtig behandelt werden. Die Belichtung braucht ein wenig Zeit. Kampfbilder sind deswegen eine Seltenheit. Hebing porträtiert seine Kameraden. Alltag und Inszenierung liegen dicht beieinander. Die Gemeinschaft im Schützengraben ist kein Idyll. Aber in der Gruppe wird vieles leichter. Johann Hebing kennt die andere Seite des Krieges. Als Sanitätsunteroffizier notiert er täglich, welche Kameraden sterben oder verwundet werden. Und er berichtet von den ständigen Schanzarbeiten. Schützengräben und Unterstände sollen Deckung bieten gegen das Artilleriefeuer. Doch dieser Grabenkrieg schafft neue Probleme. Tiere und Menschen reagieren auf Gefahr mit einem Angriffs- oder Fluchtinstinkt. Wenn es eine Bedrohung gibt, dann stellen sie sich entweder im Kampf oder sie fliehen. Das Problem mit den Schützengräben aber war, dass es diese Möglichkeit nicht gab. Alltag an der Westfront bedeutete heftiges Artilleriefeuer. Das hieß, dass die Soldaten nicht sahen, wer auf sie schoss. Und sie hatten auch keine Möglichkeit, zurückzuschießen. Der Gegner war außerhalb ihrer Reichweite. Sie waren vollkommen ausgeliefert. Und diese Hilflosigkeit schlägt sich nieder in Briefen und Tagebüchern. Es war für uns die erste Schlacht mit diesem Massenfeuer. Wir waren körperlich wie moralisch erledigt, schreibt Fritz Lenz im Oktober 1914. Der Stellungskrieg. Ständig bewegen sich die Soldaten in einem System von Gängen und Verbindungsgräben. Wer sich über den Grabenrand erhebt, setzt sich dem tödlichen Feuer aus. Entlang der ganzen Front geht es darum, diese Positionen zu halten. Auch im Elsass. Hier stehen Soldaten des Reserveinfanterieregiments 94. Auch sie haben Gräben gebaut und unterirdische Schutzräume angelegt, den sogenannten Kilianstollen bei Karsbach. Nach fast 100 Jahren wird er wieder freigelegt. Das Alltagsleben der Soldaten in diesen Gräben will der Leiter des französischen Archäologenteams Michael Landolt erforschen. Bisher haben wir Überreste aus dem Ersten Weltkrieg nur ausgegraben, wenn man nach Funden früherer Epochen suchte. Karsbach ist die erste Grabung, die sich speziell dem Ersten Weltkrieg widmet. Anhand der Ausgrabungen lässt sich rekonstruieren, die Stollen hatten Strom, Heizung, Telefon, Ruheräume und Toiletten. Doch der Aufenthalt tief unter der Erde war oft quälend, auch wenn man dort bei Artilleriefeuer sicherer war als oben im Schützengraben. Die Stollen bei Karsbach waren 125 Meter lang. Man hat ausgerechnet, dass ein Soldat etwa 30 cm Grundfläche für sich hat. Und das mit seiner Ausrüstung. Mancher fühlt sich lebendig begraben. Das Gefühl des Eingesperrtseins war sehr groß. Und die Sauerstoffversorgung schwierig. Bis zu 6 Metern unter der Erde. Der Schutzstollen sollte auch schweren Granaten widerstehen. Entlang der ganzen Westfront bauten die Deutschen solche defensiven Anlagen, gegen die die Alliierten anrannten. Bei La Bassée hat das Infanterieregiment 56 aus Wesel im Frühjahr 1915 seine Stellung ausgebaut. Ihre Gegner hier sind die Briten. Deren kleine Berufsarmee braucht zu Anfang des Krieges rasch Verstärkung. Die kommt aus den Kolonien, aus dem fernen Indien.
Für viele deutsche Soldaten ist dieser Gegner unheimlich. Man kämpft gegen Ungeheuer, man kämpft gegen etwas Fremdes. Das waren nicht die europäischen Truppen, die man kannte, wo man auch ausgebildet worden ist. Und das war etwas, was Fremdes, wo man natürlich auch die Sorgen der Soldaten bewusst geschürt hat. So nach dem Motto, die erdolchen einen von hinten, die sind heimtückisch, diese Truppen. Auch Leutnant Kurt Hund vom Infanterieregiment 56 kämpft gegen indische Soldaten. Von einem Einsatz an der Front bei Labassee berichtet er: Nachts waren Hindus in unsere Stellungen eingedrungen. Nun fing der Kampf mit Handgranaten an. Schrittweise ging es vorwärts. Jeder Schritt mit dem Leben eines Hindus erkämpft. Ich schlage wild um mich, sehe ein zähnefletschendes, braun-gelbes Ungeheuer, das den Krummdolch zum Stoße nach mir ausholt. Da dringt dem Kerl ein gutes deutsches Bajonett in die Gurgel. Bravo, meine Jungens! Was Leutnant Hund nach dem Kampf sieht, lässt ihn erschaudern. Nach seiner Wiedereroberung bot der Graben ein entsetzliches Bild. Auf jedem Meter durch Handgranaten zerfetzte und zerrissene Körper, sodass ich auf allen Vieren über diese blutriechenden Leichen kriechen musste. Männer aus Wesel, Kleve, dem Ruhrgebiet oder dem Münsterland kämpfen gegen Männer aus Lahore, Bhopal, aus Nepal und Bengalen. Alltag im Ersten Weltkrieg. Eine tempelähnliche Anlage auf den Äckern Nordfrankreichs. Sie erinnert an die 25.000 Inder, die bei den Kämpfen um Labassee starben. Viertausend von ihnen blieben zerfetzt auf dem Schlachtfeld. Sie fanden nie ein Grab. Ihre Namen an den Wänden eines Denkmals fern der Heimat sind alles, was von ihnen geblieben ist. Die Fratze des Krieges. Der grinsende Schnitter. Soldatenkunst. Dieses Werk findet sich im Stadtarchiv in Wesel, ebenso wie bewegende Briefe von der Front. Der jung verheiratete Hermann Kortüm schreibt seiner Frau im Mai 1915. Die Engländer lassen uns keine Ruhe. Tag und Nacht donnern die Kanonen. Eine Nacht kommen die Engländer voran, am anderen Tag müssen wir sie wieder heraustreiben. Es geht drunter und drüber, jeden Tag Verluste. Der Geist der Soldaten ist nicht mehr wie am Anfang des Kriegs. Wir geben nichts mehr drum. Es dauert zu lange. Im Ersten Weltkrieg wurde eine Studie durchgeführt. 200 Soldaten sollten aufschreiben, was ihnen an der Front gegen Angst half. Da gab es interessante Ergebnisse. Auf dem ersten Platz stand der Glaube. Die deutsche Gesellschaft 1914 war sehr religiös. Gleich auf dem zweiten Platz aber kam schon der Gedanke an die Heimat und die Familien. Patriotismus hingegen war wohl weniger wichtig. Wenige Soldaten nur erwähnten das Vaterland als Trost in Gefahrensituationen. Das Vaterland. Vor allem die Offiziere führen es im Munde. Dafür zu sterben fordern sie von ihren Soldaten und genießen selbst Sonderrechte. In Frankreich beschlagnahmen sie Schlösser und Herrenhäuser. Leutnant Kurt Hund vom Infanterieregiment 56 organisiert fröhliche Stammtische. Und bekennt: Das Leben war natürlich so sehr gut zu ertragen. Wie verschieden doch die Rollen im Krieg verteilt sind. Der einfache Soldat Fritz Lenz findet das ungerecht. In seinem Bericht heißt es: Der Regimentsstab ließ es sich in diesem Schloss recht gut gehen. Von den vorhandenen Vorräten des Schlossbesitzers wurden die feudalsten Tafeln hergerichtet. Ich fand es nicht fein, wo draußen, ganz in der Nähe, die Schützenlinie lag und die Verwundeten stöhnend im Vorraum des Schlosses untergebracht waren.
dann, wenn es aus der Frontlinie hinausging, wieder in die Etappe, dann waren die Offiziere meistens wieder ein exklusives Klüppchen, möchte ich sagen, wo man dann dem Casino-Leben frönte, wo dann die Verpflegung auf einmal eine andere wurde. Das haben natürlich die Mannschaften sehr genau gesehen, dass man dort eine Art Champagnerkultur bei den Offizieren beobachtet hat. Und das hat zu einer großen Missstimmung geführt unter den Soldaten. Zur besonderen Ermunterung werden im Spätsommer 1915 die Soldaten des Regiments 56 kompanieweise in das belgische Ostende verfrachtet. Für einen Bauern wie Hermann Kortüm ist so ein Ausflug und die Aussicht auf ein Bad im Meer etwas sehr Exotisches. Er schickt eine Postkarte aus Ostende. Eine Stunde waren wir im Wasser. Die Belgier sprechen viel Deutsch und verkaufen deutsches Bier. Aber alles ist teuer. Wenn man sich den Trubel da besieht, sollte man meinen, es ist kein Krieg mehr. Die Feldpost. 28,7 Milliarden Sendungen gehen von der Front in die deutsche Heimat und zurück. Die Post ist die einzige Verbindung nach Hause, denn Urlaub gibt es nur einmal im Jahr. Viele schreiben täglich. Die Beförderung ist kostenlos. Oft zeigen die Feldpostkarten Zerstörungen des Krieges. Auf der Rückseite: Teile euch mit, dass es mir noch gut geht. Immerhin ein Lebenszeichen. So kurz und so wichtig wie heute eine tägliche SMS an die Lieben. Musketier Heinrich Heiß von den 56ern bekommt viel Post von einer Verehrerin, seiner Helene. Mein einzig geliebter Heinz. Ich bin zurzeit sehr traurig. Den ganzen Tag kann ich nicht lachen. Manchmal meine ich, das Herz muss mir brechen. In meine Gebete schließe ich dich ein. Heinrich Heiß überlebt, verwundet, den Ersten Weltkrieg. Und heiratet dann eine andere. Eine sogenannte Sprengkarte im Stadtarchiv Wesel. Akribisch vermerkt die eingesetzten Sprengstoffmengen und die Durchmesser der Sprengtrichter. 1915 wird deutlich, auf dem Schlachtfeld ist kein Durchbruch mehr möglich. Nun versuchen die Soldaten, die Stellungen der Gegenseite durch Tunnel zu unterminieren. Der Minenkrieg bedeutete, dass man waagerechte Stollen zum Gegner hin grub, hat am Ende dieser Stollen eine Sprengkammer geschlagen, diese mit Sprengstoff gefüllt, den Gang dahinter über eine gewisse Strecke verdämmt, damit der Druck der Explosion auch wirklich gerichtet nach oben gehen kann, und hat dann diese Anlage gesprengt. Hermann Kortüm gehört zur Sprengtruppe. Seine Frau schreibt er: Vorgestern Abend haben wir wieder zwei Stollen zu gleicher Zeit gesprengt. Folgende Sachen kamen vom englischen Graben herübergeflogen: Ein Bein vom Engländer, ein neues Gewehr, ein Brotbeutel mit Zwieback und mit einem Brief drin. Gott der Herr wird doch einmal diesem Völkerringen ein Ende setzen. Beginnt dieser Minenkrieg, nimmt man dem Soldaten eigentlich den einzigen Schutz, den er bis dahin hatte, nämlich der Bereich unter der Erde, wo er sich vor dem Artilleriefeuer schützen konnte. Auch an der Front im Elsass war Sicherheit nur eine Illusion. Die Gefahr wird zur Normalität. 100 Jahre später helfen die Funde der Archäologen im französischen Karsbach, mehr über den Alltag der Soldaten an der Front zu erfahren. Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Gewehrmunition, Kämme und Spiegelreste. Und die Überreste menschlicher Körper. Sie haben für die Archäologen eine besondere Aussagekraft.
Wir haben hier in Karsbach ganze Skelette gefunden in der Position des Todes. Soldaten in der letzten Sekunde ihres Lebens. Das ist in der Archäologie ganz ungewöhnlich. Das findet man nur an Schicksalsorten wie Pompeji oder Herculaneum. Die Körper erstarrt im Moment des Todes. Dies waren junge Männer. Ihr Leben endete in den Mittagsstunden des 18. März 1918. Das geht einem schon nahe. Sie trugen, was wir auch tragen, Uhr, Schuhe, so wie wir. Dadurch entsteht eine besondere Nähe. Man sieht den Tod, den Augenblick des Sterbens, den man sonst nicht sieht. Das hat mich schon berührt. Ein Rosenkranz. Gereinigt und restauriert ist er heute ein Museumsstück. Für einen gläubigen Soldaten spendete er in der Gefahr kostbaren Trost. Persönliche Objekte wie diese zeigen, dass es Menschen waren wie wir, die in diesem Krieg kämpften. Einem Krieg, der etwa 10 Millionen Soldaten das Leben kostete. Mit ihrer Arbeit erinnern die französischen Archäologen auch an die Leiden und das Sterben der deutschen Soldaten. Schutzräume wie in Karsbach stehen den angreifenden deutschen Soldaten in Verdun nicht zur Verfügung. Das Fort Douaumont. Von solchen Festungen ist Verdun umgeben. Sie sind 1916 Brennpunkt jener Schlacht, die für die Deutschen zum Symbol des Scheiterns wurde. Und für die Sinnlosigkeit des Krieges. Es war wie auf einem Vulkan. Die Erde schwankte, dröhnte, brach blitzend auf. Wie lange das gedauert hat? Minuten? Stunden? Die Hölle ist zeitlos. So berichtet Leutnant Friedrich Wilhelm Borgmann. Seit Juni 1916 kämpft sein Infanterieregiment 56 bei Verdun. Was Leutnant Borgmann hier erlebt, erschüttert ihn. Unheimliche, zerfetzte Klumpen. Leichen. Immer mehr. Neben ganz frischen, die nur eine Nacht alt sein konnten, alte, längst zersetzte. Angefressen von Ratten, die auseinanderhuschten, wenn ich in die Trichter sprang. Ja, die Situation bei Verdun überforderte natürlich die Soldaten, nicht nur die einfachen Soldaten, sondern auch die Offiziere, wo Soldaten vom Artilleriefeuer getroffen worden sind, hohe Verluste erlitten. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, unter solchen Voraussetzungen, wie schnell die Moral dann nachgelassen hat. Und auch die Psyche ist überfordert in einem solchen Krieg. Auf allen Seiten haben es die Ärzte mit Symptomen zu tun, die sie bislang noch nicht kannten. Aus der Sanitätsstatistik der deutschen Armee geht hervor, dass zwischen 1914 und 18 bei 630.000 Soldaten irgendeine Art von psychischen Leiden festgestellt wurde. Das klingt nach viel, aber wenn man bedenkt, dass es 13,4 Millionen deutsche Soldaten gab, dann ist dieser Anteil sehr gering. Nur rund 5%. Doch es gibt eine Grauzone. Es gab natürlich Fälle, wo sich ein psychisches Trauma körperlich ausdrückte. Magenprobleme zum Beispiel waren häufig bei den Soldaten vor Verdun. Diese Magenschmerzen konnten nicht organisch erklärt werden. Die Vermutung ist also, dass psychische Störungen vorlagen, aber solche Fälle wurden nicht gezählt. Die Blutmühle von Verdun. In 10 Monaten fallen hier über 300.000 Soldaten. Knapp die Hälfte davon sind Deutsche. Vom Infanterieregiment 56 sind es Männer wie der Vizefeldwebel Hermann Schwichtenhöfel, 22 Jahre alt, aus Freckenhorst in Westfalen. Der Reservist Heinrich Littchens, 25, aus Wissel bei Kleve.
Der 21-jährige Kriegsfreiwillige Josef Graf aus Freistadt. Der Vizefeldwebel Karl Awater, 23, aus Frasselt am Niederrhein. Und viele, viele andere. Jeder hatte eine Familie, Träume. Doch eine Zukunft hatten sie nicht. Im April 1917 verlässt das Weseler Regiment den Schicksalsort Verdun. Die 56er kommen zur Erholung in die Etappe. Montaigu in der Picardie ist ein sogenanntes Ruhedorf hinter der Front. Die Kirche, unverändert seit 1917, als hier Mannschaften der 56er lagerten. Ebenso wie das Schloss, das damals Offiziersquartier war. Wer denkt, dass ein Soldat 1914 in den Krieg hinein und dann 1918 aus dem Krieg hinaus und dauerhaft sozusagen im Gefecht an der Front war, der liegt völlig fehl. Man hat mal errechnet, dass die durchschnittliche Frontdienstdauer eines Soldaten im Ersten Weltkrieg ca. 15 Monate war. Und von diesen 15 Monaten war er natürlich auch nicht dauerhaft im Gefecht. Die Militärführung sorgt dafür, dass die Soldaten immer als Gruppe beschäftigt bleiben. Bloß keine Zeit zum Nachdenken. Kommissdienst auch in der Etappe. Reinigen, putzen, Appelle. Von Montaigu geht es im Mai 1917 wieder an die Front. Ein Schlachtfeld zwischen Verdun und der Somme. Der Chemin des Dames. Ein alter Kutschweg, 1780 angelegt für die Töchter Ludwig des 15. Der Höhenzug ist für die Deutschen eine ideale Verteidigungslinie gegen Angreifer aus der Ebene. Auch weil unter den Anhöhen hunderte Höhlen liegen. Hermann Kortüm gehört zum Bautrupp, der die ehemaligen Steinbrüche wohnlich macht. Deutsche Graffiti erinnern noch heute an ihn und seine Kameraden. Seine Frau berichtet Kortüm: Unsere Bettstellen sind aus dickem Maschendraht. Das sieht aus wie so ein Hühnerstall. Und die Läuse halten sich nicht darin auf. Der Deutsche hat schon viel gelernt in diesem Krieg. Ein wichtiger Stützpunkt war damals die Drachenhöhle. Heute steht hier ein Dokumentationszentrum und Museum. Die Direktorin ist Anne Belouin. Die Spuren des Ersten Weltkriegs führen auch hier unter die Erde. Die Drachenhöhle ist ein strategisch wichtiger Ort. Wer unten die Höhlen hat, der kann oben die Stellung halten. Die Deutschen hatten eine richtige unterirdische Kaserne eingerichtet. Mit Küchen, Ruheräumen, einer Kommandantur, aber auch Orten, die gewisse Bedürfnisse befriedigten. Latrinen zum Beispiel. Im April 1917 versuchen die Franzosen, die Deutschen aus ihren Stellungen zu vertreiben. Nach tagelangem Trommelfeuer treten über 1 Million französischer Soldaten an. Erstmals im Einsatz französische Panzer. Sie sind sehr langsam, viele bleiben kampfunfähig liegen. Den Angreifern gelingt es nicht, die Deutschen von den Anhöhen und aus ihren Höhlen zu vertreiben. Die Opfer auf französischer Seite sind immens. Die Franzosen fühlen sich als Kanonenfutter missbraucht. Zehntausende meutern. In der französischen Gesellschaft ist diese Meuterei noch heute ein heikles Thema. Der Chemin des Dames ist ein Symbol geworden für sinnlose Angriffe in einem absurden Krieg. Einem Krieg, der die jungen Männer viel zu früh dahinraffte, ohne dass sie überhaupt wussten, wofür sie starben. Erst im Oktober 1917 wendet sich das Blatt. Die deutsche Front am Chemin des Dames zerbricht. Die Franzosen haben endlich ihren Erfolg. Tausende deutscher Soldaten gehen in Gefangenschaft. Auch aus dem Weseler Infanterieregiment 56. Hermann Kortüm entgeht diesem Schicksal. Weihnachten 1917 schreibt er nach Hause.
Gestern hat unsere Küche Graupen- oder Gerstensuppe gekocht und heute Haferflocken. Das war unser Essen zu Weihnachten 1917 und morgen fangen sie wieder mit Steckrüben an. Wir haben die Feiertage ausgerechnet im Schützengraben verlebt und nicht gemerkt, dass im lieben deutschen Vaterland Sonntag war. Keinen Christbaum gesehen, keine Kirchenglocken gehört. Weihnachten im Graben. Eine kleine Inszenierung für den Fotografen des Infanterieregiments 56. Das Fest wird nachgefeiert. Mit Streichkonzert für die Offiziere. Und reichlich Bier und Likör für die Mannschaften. Ein kleiner Trost für die Soldatenseele. März 1918. Noch immer kein Friede in Sicht. An der Front im Elsass Wachdienste. Die großen Schlachten finden woanders statt. Alles in Ordnung, Männer? Wer ist am Gewinnen? Routine für die erfahrenen Soldaten und ihren Offizier August Hütten. Die Ausgrabungen im französischen Karsbach geben Hinweise auf 21 Männer, die dort vor mehr als 90 Jahren starben. Die französischen Wissenschaftler versuchen, ihre Identität zu klären, mit detektivischer und archäologischer Akribie. Erst durch Röntgenbilder werden einige Erkennungsmarken überhaupt wieder lesbar. Chefausgräber Michael Landolt weiß nun, wen er gefunden hat. Es ist der Offizier der Truppe. August Hütten wurde durch seine Erkennungsmarke identifiziert, die noch lesbar war. Und durch die Brille, die wir gefunden haben. Wir haben mehrere Fotos aus der Regimentsgeschichte und einige von der Familie Hütten, die zeigen, dass er eine Brille trug. Feldwebelleutnant August Hütten aus Aachen wurde 38 Jahre alt. Von 5 Brüdern, die in den Krieg zogen, kehrte er als einziger nicht zurück. Spurensuche. Als ich gelesen habe, dass er geborgen worden ist und dass er gefallen ist, war natürlich die erste Reaktion Mitleid mit diesem musikalischen, originellen, etwas kauzigen und eigentlich recht gemütlichen Onkel August. Abgesehen davon ist mir natürlich die Zeit damals, das Familienleben, unser Familienleben, sehr viel präsenter geworden. All die alten Fotos, diese vergangene Zeit, diese vergangene Welt. Eine Welt am Abgrund. Senfgasgranaten hatte die deutsche Artillerie auf die französischen Stellungen geschossen. Das Vergeltungsfeuer der Franzosen zwingt August Hütten und seine Männer in den Kilianstollen bei Karsbach. Der gilt als sicher. Doch eine besonders schwere Granate lässt über ihnen die Decke einstürzen. Die Toten, die Jahrzehnte später von den französischen Archäologen geborgen wurden, haben inzwischen eine würdige Ruhestätte gefunden. Auf dem deutschen Soldatenfriedhof Ilfurt. In französischer Erde. August 1918 wird das Jahr der Entscheidung. Die Amerikaner schicken Truppen nach Europa und verstärken die Alliierten. Der Materialüberlegenheit ihrer Gegner haben die Deutschen nur noch wenig entgegenzusetzen. Nicht nur zu Lande, auch in der Luft sind die Alliierten absolut überlegen. Seit dem Sommer 1918 treiben sie die Deutschen vor sich her. Ein Original-Meldezettel mit Lageskizzen vom 4. November 1918. Leutnant Fritz Arelmann berichtet vom letzten Kampftag des Infanterieregiments 56. Am Morgen des Tages hat die Einheit nur noch 250 Mann. Knapp ein Zehntel der Ausgangsstärke. Arelmanns Männer sind versprengt, versuchen den Anschluss an die eigenen Truppen zu finden. Die ganze Geschichte kam uns nicht mehr recht geheuer vor. Unübersichtliches Gelände,
Der Feind gegenüber. Wir bekamen Feuer von hinten. Um den Engländern zu entkommen, mussten wir eine Straße überqueren. Über uns kreuzten Flieger. Es gab Schrapnellfeuer. Wer verwundet wurde, blieb liegen. Nachmittags treffen wir endlich wieder auf deutsche Truppen. Von 2 Kompanien waren wir noch 2 Offiziere und 26 Mann. Das war der Rest unseres Regiments, schreibt Arelmann. Eine Woche später ist der Krieg zu Ende. Mit 3000 Soldaten war das Infanterieregiment aus Wesel 1914 in den Krieg gezogen. Ausfälle durch Tod oder Verwundung wurden fortwährend durch neue Rekruten ersetzt. Insgesamt durchliefen das Regiment so fast 18.000 Mann. 4.606 dieser Soldaten starben. Verlustzahlen, die typisch waren für viele deutsche Regimenter. Selbstverständlich war das deutsche Heer am Ende. Es war kein Ersatz mehr da und der Krieg war militärisch verloren. Das steht also eindeutig fest. Viele Tote des Infanterieregiments 56 liegen auf dem Friedhof von Montaigu. Ihre Gräber sind eine stille Mahnung. Einige der Überlebenden legten Zeugnis ab. Wie der Fotograf Johann Hebing aus Kleve. Seine Fotos aus den Kriegsjahren künden vom Schicksal einer ganzen Generation. Hermann Kortüm. Die Briefe eines niederrheinischen Bauern geben uns noch heute Einblick in die Seele eines einfachen Soldaten. 1939 muss er erleben, wie sein Sohn in den nächsten Krieg geschickt wird. Als wir uns den französischen Stellungen näherten, wurden wir mit einem Granatfeuer überschüttet. Auf diesem Rübenfelde hat mancher sein Leben lassen müssen, schreibt Fritz Lenz. Die Schlacht an der Marne wird zum ersten großen Rückschlag für die Deutschen. Allein das Regiment 56 hat in dieser Kampfwoche 174 Tote zu beklagen. Die Deutschen brechen die Marne-Schlacht ab. Ausmanövriert von britischen und französischen Gegenangriffen, ziehen sie sich auf eine sichere Position zurück. In diesen Oktobertagen 1914 entsteht die sogenannte Westfront. Das Regiment aus Wesel bezieht seine erste Dauerstellung im Norden der 700 Kilometer langen Frontlinie. Bei La Bassée. Es ist eine karge Gegend, geprägt von Kohlebergwerken und vom Ackerbau. Diese Landschaft wird zum Schlachtfeld für 4 Jahre. Denn die Soldaten graben sich ein, wie überall entlang der Front. Tägliche Schinderei. Aus La Bassée schreibt Hermann Kort, ich zum Stoße nach mir ausholt. Da dringt dem Kerl ein gutes deutsches Bajonett in die Gurgel. Bravo, meine Jungens. Was Leutnant Hund nach dem Kampf sieht, lässt ihn erschaudern. Nach seiner Wiedereroberung bot der Graben ein entsetzliches Bild. Auf jedem Meter durch Handgranaten zerfetzte und zerrissene Körper, sodass ich auf allen Vieren über diese blutriechenden Leichen kriechen musste. Männer aus Wesel, Kleve, dem Ruhrgebiet oder dem Münsterland kämpfen gegen Männer aus Lahore, Bhopal, aus Nepal und Bengalen. Alltag im Ersten Weltkrieg. Eine tempelähnliche Anlage auf den Äckern Nordfrankreichs. Sie erinnert an die 25.000 Inder, die bei den Kämpfen um La Bassée starben. Vier
4000 von ihnen blieben zerfetzt auf dem Schlachtfeld. Sie fanden nie ein Grab. Ihre Namen an den Wänden eines Denkmals fern der Heimat sind alles, was von ihnen geblieben ist. Die Fratzen kämpft sein Infanterieregiment 56 bei Verdun. Was Leutnant Borgmann hier erlebt, erschüttert ihn. Unheimliche, zerfetzte Klumpen. Leichen. Immer mehr. Neben ganz frischen, die nur eine Nacht alt sein konnten, alte, längst zersetzte. Angefressen von Ratten, die auseinanderhuschten, wenn ich in die Trichter sprang. Ja, die Situation bei Verdun überforderte natürlich die Soldaten, nicht nur die einfachen Soldaten, sondern auch die Offiziere, wo Soldaten vom Artilleriefeuer getroffen worden sind, hohe Verluste erlitten. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, unter solchen Voraussetzungen, wie schnell die Moral dann nachgelassen hat. Und auch die Psyche ist überfordert in einem solchen Krieg. Auf allen Seiten haben es die Ärzte mit Symptomen zu tun, die sie bislang noch nicht kannten. Aus der Sanitätsstatistik der deutschen Armee geht hervor, dass zwischen 1914 und 18 bei 630.000 Soldaten irgendeine Art von psychischen Leiden festgestellt wurde. Das klingt nach viel, aber wenn man bedenkt, dass es 13,4 Millionen deutsche Soldaten gab, dann ist dieser Anteil sehr gering. Nur rund 5%. Das Leben im Schützengraben macht erfinderisch. Nur nicht den Kopf über den Grabenrand strecken. Zeichner dokumentieren in Panoramabildern die Lage beim Gegner. Die Originale liegen im Stadtarchiv in Wesel. Wie auch die Originalkamera eines Regimentsangehörigen. Sie ist klein genug für eine Manteltasche und leicht zu bedienen. Dies ist der erste Krieg, den die Soldaten selbst fotografisch dokumentieren können. Der Sanitäter Johann Hebing vom Infanterieregiment 56 hat so eine Kamera. Fotografieren kann er aber nur während der ruhigen Phasen. Die Glasplattennegative müssen vorsichtig behandelt werden. Die Belichtung braucht ein wenig Zeit. Kampfbilder sind deswegen eine Seltenheit. Hebing porträtiert seine Kameraden. Alltag und Inszenierung liegen dicht beieinander. Die Gemeinschaft im Schützengraben ist kein Idyll. Aber in der Gruppe wird vieles leichter. Johann Hebing kennt die andere Seite des Krieges. Als Sanitätsunteroffizier notiert er täglich, welche Kameraden sterben oder verwundet werden. Und er berichtet von den ständigen Schanzarbeiten. Schützengräben und Unterstände, wenn ich in die Trichter sprang. Ja, die Situation bei Verdun überforderte natürlich die Soldaten, nicht nur die einfachen Soldaten, sondern auch die Offiziere, wo Soldaten vom Artilleriefeuer getroffen worden sind, hohe Verluste erlitten. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, unter solchen Voraussetzungen, wie schnell die Moral dann nachgelassen hat. Und auch die Psyche ist überfordert in einem solchen Krieg. Auf allen Seiten haben es die Ärzte mit Symptomen zu tun, die sie bislang noch nicht kannten. Aus der Sanitätsstatistik der deutschen Armee geht hervor, dass zwischen 1914 und 18 bei 630.000 Soldaten irgendeine Art von psychischen Leiden festgestellt wurde. Das klingt nach viel, aber wenn man bedenkt, dass es 13,4 Millionen deutsche Soldaten gab, dann ist dieser Anteil sehr gering. Nur rund 5%. Doch es gibt eine Grauzone. Es gab natürlich Fälle, wo sich ein psychisches Trauma körperlich ausdrückte. Magenprobleme zum Beispiel waren häufig bei den Soldaten vor Verdun. Diese Magenschmerzen konnten nicht organisch erklärt werden. Die Vermutung ist also, dass psychische Störungen vorlagen, aber solche Fälle wurden nicht gezeigt. Folgende Sachen kamen vom englischen Graben herübergeflogen. Ein Bein vom Engländer, ein neues Gewehr, ein Brotbeutel mit Zwieback.
und mit einem Brief drin. Gott, der Herr, wird doch einmal diesem Völkerringen ein Ende setzen. Beginnt dieser Minenkrieg, nimmt man dem Soldaten eigentlich den einzigen Schutz, den er bis dahin hatte, nämlich der Bereich unter der Erde, wo er sich vor dem Artilleriefeuer schützen konnte. Auch an der Front im Elsass war Sicherheit nur eine Illusion. Die Gefahr wird zur Normalität. 100 Jahre später helfen die Funde der Archäologen im französischen Karsbach, mehr über den Alltag der Soldaten an der Front zu erfahren. Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Gewehrmunition, Kämme und Spiegelreste. Und die Überreste menschlicher Körper. Sie haben für die Archäologen eine besondere Aussagekraft. Wir haben hier in Karsbach ganze Skelette gefunden in der Position des Todes. Soldaten in der wie Pompeji oder Herculaneum. Die Körper erstarrt im Moment des Todes. Dies waren junge Männer. Ihr Leben endete in den Mittagsstunden des 18. März 1918. Das geht einem schon nahe. Sie trugen, was wir auch tragen, Uhr, Schuhe, so wie wir. Dadurch entsteht eine besondere Nähe. Man sieht den Tod, den Augenblick des Sterbens, den man sonst nicht sieht. Das hat mich schon berührt. Ein Rosenkranz. Gereinigt und restauriert ist er heute ein Museumsstück. Für einen gläubigen Soldaten spendete er in der Gefahr kostbaren Trost. Persönliche Objekte wie diese zeigen, dass es Menschen waren wie wir, die in diesem Krieg kämpften. Einem Krieg, der etwa 10 Millionen Soldaten das Leben kostete. Mit ihrer Arbeit erinnern die französischen Archäologen auch an die Leiden und das Sterben der deutschen Soldaten. Schutzräume wie in Karsbach stehen den angreifenden deutschen Soldaten ist überfordert in einem solchen Krieg. Auf allen Seiten haben es die Ärzte mit Symptomen zu tun, die sie bislang noch nicht kannten. Aus der Sanitätsstatistik der deutschen Armee geht hervor, dass zwischen 1914 und 18 bei 630.000 Soldaten irgendeine Art von psychischen Leiden festgestellt wurde. Das klingt nach viel, aber wenn man bedenkt, dass es 13,4 Millionen deutsche Soldaten gab, dann ist dieser Anteil sehr gering. Nur rund 5%. Doch es gibt eine Grauzone. Es gab natürlich Fälle, wo sich ein psychisches Trauma körperlich ausdrückte. Magenprobleme zum Beispiel waren häufig bei den Soldaten vor Verdun. Diese Magenschmerzen konnten nicht organisch erklärt werden. Die Vermutung ist also, dass psychische Störungen vorlagen, aber solche Fälle wurden nicht gezählt. Die Blutmühle von Verdun. In 10 Monaten fallen hier über 300.000 Soldaten. Knapp die Hälfte davon sind Deutsche. Vom Infanterieregiment 56 sind es Männer wie der Vizefeldwebel Hermann Schwichtenhöfel, 22 Jahre alt, aus Freckenhorst in Westfalen. Der Reservist Heinrich Littchens, Identität zu klären, mit detektivischer und archäologischer Akribie. Erst durch Röntgenbilder werden einige Erkennungsmarken überhaupt wieder lesbar. Chefausgräber Michael Landolt weiß nun, wen er gefunden hat. Es ist der Offizier der Truppe. August Hütten wurde durch seine Erkennungsmarke identifiziert, die noch lesbar war.
und durch die Brille, die wir gefunden haben. Wir haben mehrere Fotos aus der Regimentsgeschichte und einige von der Familie Hütten, die zeigen, dass er eine Brille trug. Feldwebelleutnant August Hütten aus Aachen wurde 38 Jahre alt. Von 5 Brüdern, die in den Krieg zogen, kehrte er als einziger nicht zurück. Spurensuche. Als ich gelesen habe, dass er geborgen worden ist und dass er gefallen ist, war natürlich die erste Reaktion Mitleid mit diesem musikalischen, originellen, etwas kauzigen und eigentlich recht gemütlichen Onkel August. Abgesehen davon ist mir natürlich die Zeit damals, das Familienleben, unser Familienleben, sehr viel präsenter geworden. All die alten Fotos, diese vergangene Zeit, diese vergangene Welt. Das geht einem schon nahe. Sie trugen, was wir auch tragen. Uhr, Schuhe, so wie wir. Dadurch entsteht eine besondere Nähe. Man sieht den Tod, den Augenblick des Sterbens, den man sonst nicht sieht. Das hat mich schon berührt. Ein Rosenkranz. Gereinigt und restauriert ist er heute ein Museumsstück. Für einen gläubigen Soldaten spendete er in der Gefahr kostbaren Trost. Persönliche Objekte wie diese zeigen, dass es Menschen waren wie wir, die in diesem Krieg kämpften. Einem Krieg, der etwa 10 Millionen Soldaten das Leben kostete. Mit ihrer Arbeit erinnern die französischen Archäologen auch an die Leiden und das Sterben der deutschen Soldaten. Schutzräume wie in Karsbach stehen den angreifenden deutschen Soldaten in Verdun nicht zur Verfügung. Das Fort Douaumont. Von solchen Festungen ist Verdun umgeben. Sie sind 1916 Brennpunkt jener Schlacht, die für die Deutschen zum Symbol des Scheiterns wurde. Und für die Sinnlosigkeit des Krieges.